was wollen die eigentlich? Was wir alle wollen. Russ wird aus Polania vertreiben. Ohne unser Militär im Rücken? Tja, Onkel Lech ist anscheinend bislang recht erfolgreich. Der russwirtische Militärattaché soll außer sich sein. Der Widerstand ist 10-fach in der Unterzahl. Die gefährden lediglich die Waffenruhe. Und bei Gott, die brauchen wir. Aber wieso eine Waffenruhe? Was hat Kaiser Friedrich und Zar Nikolaus dazu bewegt? Gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Meister Piotr! Meister Piotr! Im Dorf! Widerstandskämpfer! Sie fragen nach Ihnen! Onkel Lech? Nein, aber es ist wohl dringend. Geh zum Holzfällerlager und sag, dass ich bald da bin. Aber ich will... Geh! Los! Und kein Abstecher zu den Bären! Keine Sorge. Begib dich zum Holzfällerlager, okay? Dann werde ich das mal machen. Alles klar. Soll ich die noch mitnehmen? Kann ich nicht mitnehmen. Schade, okay. Hätte ja sein können. Und ich soll nicht zum Bären gehen. Das Holzverlager. Das ist da drüben. Und wie ich zum Bären gehen werde, ich bitte dich. Bin gleich da. Sowjetische Truppen? Was machen die hier? Ich verstecke mich. Dann mal los. Genau, wir verstecken uns einfach mal. Das passt schon. Danke fürs Tutorium. Wir möchten so zum Bin Bären. Gleich da. Als ob ich nicht so zum Bären gehen würde, ich bitte dich. Ich geh so, ab nach vorne. Besuche Wojtek. Hallo Wojtek, wo bist du denn, mein Kleiner? Hallo? Psst, still! Im Wald sind Russwirts. Was zur Hölle ist das? Habt ihr euch verlaufen? Russwirt ist da lang! Erschießt ihn! Nein! Sekundärziel abgeschlossen. Naja, das kann ich natürlich so nicht akzeptieren. Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Also, tausch. Was sagen, in Deckung gehen. In Deckung gehen. Weiter! Was haben wir noch alles übrig? Wildes zerfleischen. Die schießen auf mich! Schnapp sie dir, Junge! So, genau, machen fertig. Und mit H passiv greift automatisch Gegner an. Ja, bitteschön. Ah, komm, mach ihn vorhin fertig, den Kleinen. Wir haben sie getötet. Alles in Ordnung, Wojtek? Wir müssen zum Dorf. Wir müssen Papa und die Widerstandskämpfer warnen. Alles klar. Okay, alles klar. Das haben wir gerade selber rausgefunden, was der so alles kann. Aber davor gehen wir wirklich noch ins Holzverlager. Das müssen wir wirklich noch machen. Nicht, dass da irgendwas noch passiert ist. Das wäre unschön, das wäre richtig unschön sogar. Ich mach mich auf den Weg. Deckung kann nie schaden. Auf sie, Wojtek! So, auf sie, Wojtek. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich wollte gerade sagen, ihr Schuss ein Treffer, ihr Schuss ein Tor. Okay, sie entscheidet selber, wen sie gerade abschießt. Also warum nicht? Warum nicht? Na, komm schon. Eieiei. Das tut mir leid. Ja, das musst du nicht leid tun. Es geht einfach gar nicht anders. Mal los. Es ist momentan einfach so. Es geht nicht anders. So. Ich gehe besser in Deckung. Schauen wir nochmal. Holzverlage. Was ist hier los? Was ist hier los? Können wir uns irgendwie gut verstecken? Erste Hilfevorräte. Die können wir gleich noch benutzen. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Das sieht nützlich aus. Ah, siehst du mal. Okay, Moment, das ist mit. Machen. Ich gehe besser in Deckung. Okay, wir haben es jetzt einfach mal. Hallöchen, was ist hier los? Ah, schau! Eine Waldfee! Elfe! Feen haben Flügel! Russwirtische Soldaten, ich! Die suchen nach jemandem! Russwirts? Hier? Im Dorf sind Widerstandskämpfer. Wir müssen sie warnen. Bleib hier. Wir machen das schon. Auf keinen Fall. Papa ist im Dorf und ich bin die beste Schützin. Ich komme mit. Sekundärziel abgeschlossen. Wunderbar. Wähle ein bisschen aus und klicke auf Sig, um erste Hilfevorräte auszunutzen, okay? Aber euch geht's ja soweit gut. Die Frage ist, könnt ihr den einnehmen? Wir erledigen das. Er ist vor kurzem liegen geblieben. Das Ding geht nirgendwo hin. Oh, schade. Oh, das wäre sonst zu schön gewesen. Hätte man den irgendwie mitnehmen können. Okay. Ha?
Feindgesichtet? Oh, feindgesichtet. Lieber nicht ungeschützt sein. Einmal in Deckung gehen, so gut es irgendwie geht. Es geht los! Das sollte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, einmal durchschießen. Greift den Trupp hier voll an. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ja. Der russische, der Trupp ist sowas von hinüber. Wir werden immer besser? Im Töten? Entschuldigung. Wohin als nächstes? Ja, ich würde sagen, der Spruch war jetzt nicht der klügste auf der Welt. Alles klar. Können nichts machen, gell? Nee. Okay, dann müssen wir zurück. Dann müssen wir zurück und wir nehmen natürlich die Abkürzung hier. Haben wir alle dabei? Wir haben alle dabei, okay. Und immer ein bisschen in der Deckung gehen. Ja, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir voll und ganz recht. Weil wir haben nämlich keine Ahnung, was alles hier so lauern könnte auf uns. Ah, warte mal, Moment. Habe ich da gerade was gesehen? Ja, die heilen sich in der Deckung. Okay, dann warten wir kurz einen Moment. Weil wenn, dann möchte ich doch mit vollen Lebenspunkten quasi in den Kampf ziehen. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Bin unterwegs. Ja, finde ich auch, aber was hat er jetzt gemacht? Ich mach mich auf den Weg. Was hat er gemacht, dass er das verdient hatte? Deckung kann nie schaden. Okay, ich akzeptiere es nochmal. So, hinter den Stein. Ja. Ein Wolf wird. Er ist allein. Die sind nie allein. Bin gleich da. Die sind nie alleine, glaub's mal. Das bezweifle ich jetzt ganz stark. Dann mal los. So, alle mal da hinten rein. Tun wir die Karte mal ein bisschen anders drehen. Okay. Nein, ich möchte, wenn es dahin. Wenn, dann möchte ich dahin. Wir könnten auch hier außen rumlaufen. Können wir vielleicht sagen, hey. Ein Russ wird, aber nur einer. Na, das sind mehrere. Die habe ich doch jetzt schon gesehen. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Die habe ich doch jetzt schon hier gesehen. Aber ums Eck drum drehen, wir warten. Die kommen hier rum. Also müssen sie wieder da rauskommen. Ich habe keinen Bock, hier fortzurennen. Und unsere Truppen gehen dabei drauf, oder? Ja, wusste es doch. Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Bin beschäftigt! Unten bleiben! Und zurück, und zurück, und zurück. So, jetzt da und angreifen. Jaha, sollen sie bloß kommen. Sollen sie bloß kommen. Die haben, würde ich mal sagen, keine bessere Chance. Ja, die werden einfach von hinten noch niedergemacht und gut ist. Jetzt können wir sogar alle vorgehen, weil sie sich alle gerade auf den Werfen steifen. Er hat sogar so eine Art Schrotflinte mit dabei. Okay. Ist sogar noch besser, wenn wir nach vorne gehen. Na komm, und noch einmal. Jedenfalls fertig. Dankeschön. Okay, jetzt gucken wir nochmal, wenn wir zurückgehen. Ich gehe besser in Deckung. Heilt er sich auch? Das wäre nämlich jetzt interessant zu wissen, weil wenn nicht. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Okay, heißt es, ich kann den jetzt upgraden oder. Wie geht das? Du wird angegriffen. Das haben wir bereits. Okay, sie sind einfach aufgestiegen. Aber der Bär heilt sich trotzdem, oder? Der heilt sich auch während dem Laufen. Okay, wir müssen nicht da bleiben. Alles klar. Das ist doch schon mal gut zu sehen. Oh je. Ich sehe viele Tote. Ich sehe richtig viele Tote. Oh nein. Bastarde. Dafür werden sie bezahlen. Sieht nach einem definitiv sogar, definitiv. So. Wir nehmen das noch mit. Dann mal los. Man kann nie genug medizinische Versorgung haben, würde ich mal sagen. Okay. Wir laufen für den Moment. So, alle mal dahin. In Deckung gehen. Der Bär greift auch noch mit an. Ich wollte gerade sagen, wo gehen die jetzt bitte hin? Okay. So gut, sie wird ein bisschen angegangen mit Betonung auf ein bisschen. Aber allgemein sind wir recht gut mit dabei. Ja, die schafft es nicht noch. Noch ein bisschen links und rechts geschossen. Ja, das haben wir. Wir haben, glaube ich, alle haben überlebt. Danke.
Du hast uns den Arsch gerettet. Los, verschwinden wir! Was ist passiert? Russwirt-Soldaten. Sie kamen kurz nach den Rebellen. Sie suchen einen Dibowski, einen Professor. Und mein Vater? Der versteckt sich mit anderen beim Marktplatz. Wir müssen ihnen helfen. Spinnst du? Die haben Max und schwere Waffen. Ich komme mit. Mein Bruder und seine Familie sind noch da. Wir kommen alle mit. Oh Mann. Weil ich gerade sage, man lässt doch nicht einfach die ganzen Leute hier im Stich. Ich glaube, ich spinne. Wie geht's weiter? So, wie hört's momentan aus? Euch geht's gerade noch nicht ganz so gut. Da haben wir ein bisschen was schon mitgenommen. Ja, da warten wir kurz noch einen Moment, bis alle so weit hochgeheizt sind. Bis unsere gute Dame hier. Wie kann ich helfen? Musst du irgendwie. Ich geh besser in Deckung. In Deckung gehen zum Heilen? Nee, eigentlich. Ja, wahrscheinlich, was in Heldin ist. Wahrscheinlich diesbezüglich. Okay, komm, was soll's. Ich mach mich auf den Weg. Los geht's, wir müssen nach vorne. Wir müssen nach vorne und sagen dann. Bum. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Dorthin gehen. Oder können wir sogar noch weiter nach vorne? Sagen ja, wir können sogar noch weiter nach vorne gehen. Trupp nach oben rennen. Und zwar. Sieht dorthin. Nach einem sicheren Ort aus. Den gesamten Ding. Gebt es uns den Professor. Wir wissen, dass ihr ihn versteckt. Wir kennen keinen Professor. Yep, wir kennen keinen Vektor und. Nicht tun. Lasst uns oder sagen, zack, hier. Die hören nicht zu. Durchschuss. Yeah. Das war mehr als gut. Vorsicht! Halt, nein, nein. Ich hab sie im Visier. Ich wollte gerade sagen, Vorsicht, wir werden noch in den Rücken geschossen. Nein, bleibt in Deckung. Womit haben wir das nur verdient? Wahrscheinlich im Endeffekt Deckung gar nicht. Kann nie schaden. Okay, könnt ihr das mitnehmen hilft. Direkt? Das wäre recht gut. Ja? Yep, okay, hat funktioniert. Hat funktioniert. Okay, wo können wir noch hin? Ich gehe besser in Deckung. Yep. Wer ist ein braver Bär? Dorfplatz da oben müssen wir hin, das heißt. Bin gleich jetzt da. Gesichtet. Hm? Wo? Bleibt in Deckung! Ich hab da drüben noch mehr Rust jetzt gesehen. Verteidigt euch! Erwidert das Feuer! Das wird jeden niederstrecken. Einer unserer Einheiten ist in den Veteranenmodus gestiegen. Veteranenmodus? Operiert oder spürt die Konsequenzen! Das heißt, die können Schlachthof machen. Oh, nice. Das finde ich super. Und nein, ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Nein, wir werden natürlich nicht kaputt gehen, sonst irgendwas machen. Warum sollten wir uns die Heimat aufgeben? Hm? Macht gar keinen Sinn. Lebt der noch? Okay, ich glaube, der hat sich gerade selber erschossen. Alles ist wieder gut. Alles klar. Okay, wenn er sich selber schießen wollte, ich meine, ich halte ihn nicht auf. Hier sind ein Haufen Russen jetzt. Dann auf ins Gebäude rein. Es geht los. Ich werde mal einen Blick reinwerfen. Was so, brauchen Sie? Und du, da ein bisschen verstecken. Na komm, versteck dich. Ich würde sagen, versteck dich doch mal bitte. So, auf die drauf schießen. Genau drauf schießen. Ich würde mal sagen, die haben keinen Überlebenschuss, gerade nachdem wir zwei Truppen hier drin sind. Unmöglich. Wir haben's geschafft. Und was ist mit dir? Du hängst ein bisschen. Ja. Das heißt, keiner gesehen, dass der noch hängt. Wohin als nächstes? Bewegt euch. Raus und raus. Wie kann ich helfen? Los geht's. Bin gleich da. Okay, das ist der Platz, der große, würde ich mal sagen. Ich mach mich auf den Weg. Dorthin stellen. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ja, würde ich sagen, hier eine Steinmauer ist doch immer was Gutes. Alles oh, weil es ist gar keiner da. Okay, wenn keiner da ist, dann können wir auch direkt zum Fall gehen. Stimmt, wir haben den Bären ja auch noch mit dabei. Psst, Anna. Papa. Was soll das? Du solltest nicht hier sein. Ich, im Wald. Es tut mir leid. Papa. Ich hab... ich... Da uns keiner von euch Professor Dibowski ausliefern will, holen wir ihn uns selbst. Stellt alles auf den Kopf! Findet den Professor! Keinen Ton. Und bleib, wo du bist. Ich locke sie weg und komme zurück, sobald sie fort sind. Was wollen die? Wieso sind sie hier? Bleib hier. Nein! Papa! Ihr wollt Professor Dibowski? Hier bin ich! Holt mich doch! Was soll? Hat der gerade den Mac verprügelt?
Ich glaube, ich bin. Respekt. Respekt dafür. Heieieie. Los, alle hier sammeln! Verteidigt euch! Weiter. Neues Primärziel erhalten! Hier sind Gegner! Ich würde sagen, ihr hier. Ab nach vorne gehen. Der Bär ist hier. Ihr geht auch über eine Verdeckung. Okay. Du, darauf schießen. Ihr mal schießt darüber hin. Aha, Elite-Kämpferin. Wunderbar. Retten Sie die Bürgerhäften. Rebellen besiegt die Sowjets. Okay. Noch nicht. Es sind noch Russwärts im Dorf. Warum lassen die uns nicht in Ruhe? Kommt, helfen wir den Dorfbewohnern. Ich ja, das hat schon seinen Grund, warum es nicht... Oh, okay, das können wir machen, das können wir machen. Da drüben sind... Oh Gott, da sind noch welche. Raus mit euch. Rein mit euch. Und ihr hier... Soll ich hier rüber hin und könnt hoffentlich darüber schießen. Das würde hoffentlich ausreichen. Und einmal querfeld einschießen. Ja, so gut wie zumindest, so gut wie. Hier, da rein. Du meine Gute, ab nach da vorne. Der Bär soll auch angreifen. Ah, ich wollte gerade sagen, da können wir noch Probleme bekommen. So haut es hin. So sag ich mal, haben wir keine Probleme. Moment, ich hier. Oh je, je. Raus und raus. Alle mal angreifen, alle mal angreifen. Los geht's. Mit der gesamten Kompanie angreifen. Ich höre. Ich nehme sie ins Visier. So, bitteschön. Angreifen, abschießen. Der Bär soll auch noch mit dabei sein. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Könnte ich nur noch ein bisschen hin, aber was soll's. Das müssten wir hinbekommen irgendwie. Ihr hier, Moment, ihr hier, rein ins Haus. Ah, so viel zu dem Thema. Der Bär ist immer noch am Greifen. Yep. Ihr hier, nimm das Zeug mit. Du hier, mitnehmen. Abhauen, 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 abhauen. So, euch geht's nicht ganz so gut. 104, das ist echt nicht mehr viel. Aber wir sollten noch genug übrig haben für die Aktion, oder? Na komm. Das sind die letzten 2, 3. Raus mit euch! Wie geht's weiter? Jeder Schuss zählt! Ja, eventuell. Boah. Machen wir kurz und schmerzlos. So, der Bär nochmal angreifen lassen. Ich hätte gedacht, ich hätte die hier jetzt schon. Oder muss ich ja nochmal reingehen? Ich muss gleich nochmal gucken, ich bin nämlich gleich verwirrt. Wir haben das jetzt unter Kontrolle. Aber andere im Dorf brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Warum hat dein Vater behauptet, er sei dieser Professor? Er wollte sie natürlich nur weglocken. Sie scheinen nicht zu wissen, wie der Professor aussieht. Ja. Klingt logisch. Dann mal los. Dann hoffe ich mal, dass man den Rest vom Dorf auch noch irgendwie befreien Was kann. Machen so. Wir jetzt? Alles klar. Das hier mal mitnehmen, weil es ja nur noch zu zweit. Das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. Ah, wir guck. Wer wusste es schon? Aus Verbandskästen kommen neue Menschen raus. Das ist gut zu wissen. Achso, wir müssen sogar hier erst außen rumlaufen, oder? Ja, weil hier ist abgesperrt. Hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir da rumlaufen. Ich muss aber gerade mal ein bisschen gucken. Ich mach mich auf den Welcher Weg. Platz als erster zu verteidigen ist wieder. Ja, sie haben einiges wieder abgefackelt. Das ist echt nicht schön. Da könnte man rein im Notfall, okay. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ich möchte eher mal hier hingehen. Beziehungsweise nach da vorne. Irgendwo hier müssten es doch jetzt nach und nach auftauchen, würde ich sagen, oder? Der Widerstand! Helfen wir ihnen! Na, lieben gerne doch. Ich mach mich auf den Weg. Auf nach vorne, wo, gegen was kämpfen sie denn momentan? Oh, gegen so viele gleich. Okay, Moment. Dorthin. Alle mal dorthin und dann geht's los. Wir sollten in Reichweite von allen sein. Yep.
Ja, wir können auch alle haben. Da ging es eben eine Granate los. Hier brennt. Ein Schlachttuch machen, dann noch ein Schlachttuch machen. Ich glaube, mit dem Schlachttuch wird das richtig gut noch werden. Also ich wollte sagen, es sind Creme, aber es ist ein Kanal. Das ist nur ein Kanal an der Stelle. Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Nicht zu fassen, ein Mädchen hat uns gerettet. Haha. Seid ihr Rebellen? Was ist hier los? Weiß nicht. Wir haben nur einen Brief unseres Chefs seinem Bruder Piotr überbracht. Dann griffen die Roswiets an. Piotr Koss ist mein Vater. Was wollten die von ihm? Sie sind Onkel Lechs Nichte? Das erklärt manches. Kommen Sie mit? Wir wollen zurück zur Gruppe. Nein, tut mir leid. Ich muss Papa finden. Schade. Der Widerstand braucht Leute mit Eiern. Viel Glück. Na, danke auch fürs Gespräch. Okay. Ich sehe schon. Truppen ausrüsten. Natürlich, wir können es doch mit einer Granate ausrüsten, denn Granaten sind immer toll. Ach, es braucht ein bisschen, okay. Normalen Waffen haben wir natürlich schon. Wunderbar. Wunderbar, den nehmen wir noch gerne mit. Wir nehmen das noch mit und kümmern uns jetzt darum noch. Irgendjemand, Dankeschön. Dass wir die letzten paar jetzt noch ausradieren, wird wahrscheinlich hier oben irgendwo sein. Dann mal los. Und danach, schätze ich mal, müssen wir unseren Vater finden. Das wird noch interessant. Hey. Deckung so, kann ab nie nach schaden. Vorne. Genau, Deckung kann nie schaden. Da bin ich voll und ganz dafür. Ah, schon gesehen. Sowjetische Bastarde. Schon gesehen, wo sie sind. Erledigen wir diese Bastarde. Wir haben doch irgendwo noch... Ah, guck mal. Ah, die Granate reicht leider nicht so weit, okay. Hätte ja sein können, Zur Hölle ist das! Rufen wir Verstärkung! Danke. Das war knapp. Es ist noch nicht vorbei! Los! Wir brauchen hier Verstärkung! Schnappt sie! Oha, nein, das ist auf keinen Fall. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. So, ihr rennt jetzt nach vorne, weil ich möchte ganz dringend... Können wir irgendwas tun? ...dass ihr hier nämlich quasi... in eine Granate schmeißt. Oh ja, yeah. Oh, das tat richtig gut sogar. Wo ist der andere Pack? Ihr, warum seid ihr da hinten? Seid ihr wahnsinnig? Auf nach vorne. Nach vorne. Du greifst auch noch mit an. Den Bären pfeifen wir am besten zurück. Dann geht's nicht mehr ganz so gut. Oh, guck, wir haben sogar auch noch welche, wo hier reinschießen. Passt. Das war knapp. Was wollten die Bastarde hier? Die suchten jemanden, aber mein Vater hat sie weggelockt. Ich sah, wie er die Brücke zerstört hat. Es war kaum zu glauben. Dann ist dein Vater für alles verantwortlich? Red doch keinen Unsinn. Wir vergeuden Zeit. Mein Vater ist nach Norden geflohen. Wir müssen ihm helfen. Ist das so? Willst du wirklich einen von uns den Roswiets überlassen? Komm schon. Er ist keiner von uns. Wir sollten ihm trotzdem helfen. Er hat uns was zu erklären. Dann mal los. Hey, so viel diskutieren und wir könnten eigentlich schon längst unterwegs sein. Ja? Wir könnten schon längst unterwegs sein. So, bitte schön. Und jemand tut sich jetzt die Granate noch. Die könnte nämlich noch gut was wert sein. Und danach geht es auf zu ihrem Vater. Granaten jetzt! Bin gleich da. Wunderbar, jetzt haben wir zwei Truppen mit Granaten. Das nenne ich doch mal richtig gut. Alles und ich hoffe es mal inständig, dass wir... quasi, sie werden zu Grenadieren auf die Art und Weise. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Sieht mir richtig nach Kampfgeschehen hier aus. Ich was sieht das Wort auch nach vorne? Ich erwarte gleich, dass irgendwas kommt. Mac! Haltet Abstand! Benutzt Granaten und zielt auf den Rücken! Da ist die Panzerung dünner! Haltet durch! Das machen wir lieben gerne. Oh je. Ich würde sagen, zurück. Gerade du hier. Yep, mitnehmen. Machen Sie schnell! Sprechen Sie! Wir stehen unter Beschuss! Oh je. Du bist einfach der beste Wolf. Okay, mitkommen. Schnell jetzt! Okay, jetzt von hinten angreifen. Wir greifen von hinten an.
Okay, weg, weg, weg. Alles überlebt? Wir haben es überlebt. Okay. Sieht nach einem sicheren Ort aus. So viel zu dem Mac. Wer es findet, darf es behalten. Aus der Frage, kann man noch Sachen rausholen? Ich sag jetzt mal nicht nein dazu. Brauchen Sie irgendwo verstanden? Ihr nehmt das noch mit. Ihr klaut euch hier was raus. Öl, keine Ahnung, die Ressourcen. Was vor? Es geht nicht anders. Alles ist verstanden. Autsch, 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 autsch. Ist halt definitiv weh. Aber. Ne, es sind Raketen, ja, aber. Wir haben genug, um sie auszumerzen. Ich würde sagen, das sind keine Probleme. Ich hoffe nicht viele. Für beide Seiten. Oh, ich glaube, ich würde mal sagen, was ihr hier. Bekommt den Raketenwerfer mal. Sehr schön. Warum noch normale Waffen, wenn man auch mit Raketen rumschießen kann? Da kann man nichts mitnehmen. Nein, schade, okay. Dann können die sich mal kurz noch hochheilen. Die Mech-Kanonen sind feuerbereit. Mhm. Was brauchen Sie? Hallo, mein lieben Panzerbrecher. Ich sage nicht nein zu Panzerbrechern. Ich gehe besser in Deckung. So, ab nach vorne. Ah, die werden wahrscheinlich hier sein. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Machen wir es kurz und schmerzlos. Bin beschäftigt. Okay, sie wollten doch nicht gehen. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Wer ist ein braver Bär? Puh, die hier drüben. Wie kann man die am besten abfangen, indem wir sagen, sollen ihr hier? Sollen wir irgendwas in die Luft jagen? Rennt hier rüber. Von offenem Gelände fern. Ja, mal los. Wir werden euch helfen. Ja, das funktioniert so. Und jetzt sagen wir, haben Granaten, da ist drum und dran. Das sollte eigentlich funktionieren. Granaten. Aber wenn es bloß eine ist, was soll's. Selbst eine ist gut. Du könntest aber niemanden hinstellen, oder? Nee. Okay, der Bär greift auch noch mit an. Machen wir beide. Haben wir noch einmal Granaten? Wir haben gerade keine Granaten mehr übrig. Nein. Und sie versuchen den... Wir versuchen einen Nahkampf gegen den Bären zu machen. Das muss ja schief gehen. Sorry, also das muss echt schief gehen. So, ihr kommt nach da drüben hin. Dann ihr hier. Schnappt euch doch mal die Granaten. Wie kann ich helfen? Und ihr geht nach links rüber. Ein verdammter Russwirt, direkt da drüben. Ich geh besser in Deckung. Wir hören. Vorsicht! Ich wollte gerade sagen, ich würde eigentlich noch die Granaten einsammeln, aber anscheinend... Lassen Sie es nicht zu. Ja, ja, nur keine... Anna, nur keine Panik. Das wird schon, das wird schon. So, jetzt da. Wer jetzt ausgerüstet? Okay. Dann schnappt euch das hier noch. So, wenn dessen kommt... Jetzt mal... Was? Was ist passiert? Unser Hof! Da hinten! Wir wurden angegriffen! Papa und die anderen schießen aus den Fenstern! Aber sie brauchen Hilfe! Geh zum Dorf. Wir schauen, was wir tun können. Neues Sekundärziel erhalten. Okay, dann was werden wir... Sie? Ja gut. Dann da. Werden wir mal kurz helfen. Ihr Truppen, mitkommen. Bereit, mitkommen, 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 alle mitkommen. Verdammt, ganz leise. Bastarde. Was, wie, wo? Da drüben? Okay. Ich höre. Wie machen wir es am besten? Rennt mal dort drüber hin. Wo ist der Rest des Trupps? Da drüben, mitkommen, 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 alle mal mitkommen. So, wenn wir so mit breit aufgestellt sind, sollten wir eigentlich in der Lage sein, was zu machen. So, Handgranate auch noch hinterher schmeißen. Warum nicht? So, jetzt haben wir noch ein paar mehr hier da. Ja, das sollte recht schnell gehen. Es ist halt dumm, dass eine jetzt gerade hier so quasi uns im Heimstab war. Wie wurde nicht erreicht? Hallo? Okay, Moment, wie kann es nicht erreicht worden sein, wenn ich eigentlich da... Ich bin doch da und helfe. Ah, schade, okay. Leider nicht geschafft, leider nicht geschafft. Ja? Aber in dem Fall kann ich echt nichts machen, weil wir waren vor Ort. Alles klar. Wir waren definitiv vor Ort. Ich hätte vielleicht ein bisschen aggressiver vorrücken müssen.
Das könnte noch gut sein. Wir gehen jetzt aber hier rüber. Ja, wir rauschen hier rüber. Einmal hier durchlaufen. 12 Leute haben wir schon mittlerweile. Das ist eine gute Truppe. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Hier sind Russwirt-Truppen. Da drüben. Oh. Ein schweres MG. Vorsicht. Es reißt uns in Stücke, wenn wir frontal angreifen. Okay. Deswegen müssen wir auch seitlich angreifen. Alles klar. Habe verstanden, was du von möchtest, Spiel. Alles klar. Ich möchte, dass denen in den Rücken reinfalle. Deswegen ist gar nicht mal so schlecht gewesen, von da hinten zu kommen. Okay. Ich mache mich auf den Weg. Ich gehe besser in Deckung. So. Ja, haltet den Kopf unten! Okay, das müsst ihr eigentlich hin, oder? So, Lev. Hier auch mit ankommen. Und eventuell müssen wir doch mit dir hier den eventuell wegschießen können, oder? Einmal gespeedet. Ja, das reicht nicht ganz aus. Das ist eigentlich gar nicht. Ich wollte eine Mine reinschmeißen, aber. Finde ich sogar sehr gut, dann kann man nämlich sagen, du nimmst das jetzt mal mit. Dann geht es nämlich auch wieder besser. Und dann können wir... Oh, Hallöchen. Das scheint der Truppentransporter von denen zu sein. Wie geht's weiter? Berechtigte Frage. Wir gehen hier entlang. Irgendwo hier wird was... Ja, ich sehe doch hier schon. Ich sehe hier Flammenstöße. Aber kein Spaß werden. Sie haben sich in den Häusern verschanzt. Da stehen sie nicht lang durch. Die Mechs zerstören die Gebäude. Kommt, wir müssen ihnen helfen. Ja, das müssen wir wirklich. Also würde ich mal sagen, weg mit der Cutscene. Neues Primärziel erhalten. Oh, Dankeschön. Darüber. So, nimmst du das. Ihr greift jetzt den Nahangriff an, was soll's. Dann macht ihr den hier fertig. So, hier rüber angreifen. Haben wir noch welche irgendwo als Gegner? So, viel zu dem Thema. Ich glaube, das sollten sie jetzt haben, oder? Yep. Ja, gerade hier mit Granaten und mit dem hier. Nein, nicht den Stücke schießen. Angreifen, du ja auch angreifen. Einfach mal alle angreifen, was soll es kommen. Okay, sowieso im Thema. Das ging relativ schnell. War ich zu schnell? Hast das Spiel gesprengt? Anna, was machst du hier? Sagt, ich soll warten, aber... Papa! Ist ja gut. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Komm, es gibt viele Verletzte. Wir helfen ihnen. Dann gehen wir nach Westen, wo sie uns nicht finden. Was hast du getan, Piotr? Wieso suchen sie nach dir? Er hat ihnen nur gesagt, was sie hören wollten. Er hat unser Dorf gerettet. Dann sag mir... Oh je, oh je. Ich glaube, mit kleinen Tricks kommen wir jetzt nicht mehr voran. Das ist doch mehr als eng. Und der Bär. Ah, Professor. Es war nicht leicht, sie zu finden.
Sehen Sie, genau deswegen brauchen wir Zugang zu der Fabrik. Ihr nettes kleines Spielzeug hat gerade modernste russwirtische Technik zerstört. Könnten Sie mir wohl auch so etwas besorgen? Ich habe keine Ahnung, wie man in die Fabrik kommt. Da habe ich aber was anderes gehört. Sie und Ihr Freund Steinmetz sind die Schlüssel dazu. Sehr dramatisch. Das war's hier. Nehmt ihn mit. Jawohl, Kolonel Zubov. Sie hat viele von uns gerettet. Pah, ihr Vater ist doch an allem schuld. Jadre war ein Lügner. Er war nie einer von uns. Marius, Konrad, Antoni, sie sind alle tot. Wir müssen meinen Vater finden. Sind noch nicht genug Menschen gestorben? Einen Dreck werden wir tun. Verschwinde! Sie sind nach Nordosten. Zu den Gleisen. Danke. Oh je, oh je.